Was macht ein Startup erfolgreich? Ich glaube, viele Startups vergessen, dass man eigentlich den Hausverstand viel mehr einsetzen sollte. Ich habe sehr viele Pitches gehört und wenn es dann darum geht, was ist eigentlich das Problem, das gelöst wird, dann kann man das meistens mit dem Hausverstand beantworten. Das heißt, was ist das Problem, das gelöst werden soll? Wer hat so ein Problem? Und wie groß ist der Leidensdruck? Wenn man diese, der Leute, die das Problem haben, wenn man diese Fragen gut beantworten kann, kann man eigentlich ein Geschäftsmodell drumherum bauen. Und das tun die wenigsten. Das heißt, Hausverstand einsetzen ist ganz wichtig. Ein weiteres, ich meine, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und unglaublich viele Eigenschaften, die man gut haben sollte oder beherrschen sollte, aber die wichtigsten sind, man sollte gut pitchen können, man sollte in der Lage sein, sein Startup oder sein Geschäftsmodell jederzeit in einfachen Worten erklären zu können. Man sollte einen 1-Minuten-Pitch parat haben, einen 3-Minuten-Pitch parat haben, weil man nie weiß, wann man in die Lage kommt, das jemandem erklären zu können. Einem Investor, einer Bank, einem Mitarbeiter.